Guten Tag, hier ist der Rüdiger Bormann aus Berlin und heute räume ich mal mein Telegram-Programm auf hier. Ja? Ich habe das auf dem Desktop installiert, so von telegram.org unter Downloads, da kann man sich das auf dem Desktop installieren. Ist eigentlich viel besser als auf dem PC, viel mehr Platz, ja, kann man viel mehr organisieren, irgendwie besser, finde ich, ja. Aber wenn man sich nicht irgendwelchen Kontaktanfragen versperrt, das kann man ja so machen über die Einstellung, dann kann es schon sein, dass einen plötzlich so Hinz und Kunz kontaktieren, wie hier zum Beispiel Newell Jane, ja, oder wie die heißt, keine Ahnung. Guten Tag, wie geht es dir? Wer ist diese Person? Kenne ich die? Ich klicke da oben einfach mal drauf. Ja, da ist eine ältere Frau angeblich. Die hat sogar hier eine Kennung, ein Username. Janen2. Ne? Da könnte man jetzt sagen, das ist eine ernst gemeinte Anfrage. Aber das, denke ich mal, ist keine. Der Name ist komisch, es ist keine Telefonnummer hier zu sehen, wo ich zurückrufen könnte. Ich kann mich nicht entsinnen, so jemanden zu kennen und deswegen gehe ich jetzt einfach auf Block User, Report Spam und mache einen Block drauf. Bam. So. Und wenn das jetzt irgendwie mehrere Leute machen, dann denke ich mal, dann war es das für diese Dame hier, ja? Okay, also das ist jetzt noch nicht so ganz drastisch hier, dass man das unbedingt tun müsste. Man kann sich natürlich auch mit Chatbots unterhalten, weil ich glaube, die existiert hier überhaupt nicht. Es ist einfach nur ein Fake-Foto, was hier steht. Und tja, so kann man natürlich die Leute einen ganzen Tag lang beschäftigen, indem man ihnen einfach irgendwelche Fotos mit Fantasienamen zuschickt und irgendwie einen Spruch wie Guten Tag, wie geht es dir? Also das ist etwas, was mir am allerwertesten vorbeigeht und worauf ich nicht antworte. So. Und damit ist die Person hier schon mal erledigt. Bäm. So. Kann man den Chat vielleicht auch noch löschen? Ja, hier unter Delete Chat kann ich sie gleich rausschmeißen. Bäm, und dann ist der Mist weg. Ja. Also delete for Noel. Bäm. So, da wird sie sich gar nicht an mich erinnern, dass sie mir überhaupt schon mal was geschickt hat. Und sollte sie es nochmal versuchen, wird es nicht klappen, weil sie bei mir blockiert ist. Next. Stephanie Fink. Hallo. Das ist also tatsächlich noch eine Nummer schwächer. Noch nicht mal ein ganzer Satz. Ich klicke hier drauf. Stephanie Fink, diesen Ad, den kann man natürlich genauso zusammen generieren wie diesen Namen. Ja. Ich könnte jetzt auch hier auf das Foto draufklicken und dann kommt hier ein noch viel größeres Foto von einer angeblichen Stephanie Fink. Aber wie wir wissen, sind solche Fotos auch schnell mal zusammen generiert. Das ist überhaupt gar kein Problem. Es gibt keinen Nachweis dafür, dass diese Frau überhaupt existiert. Ich gehe mal jetzt gleich hier oben auf Block User. Bam. Da kann ich jetzt gleich Reports, Bam, Delete this Chat machen. Bam, weg. Ich habe wirklich keine Lust, mich mit Chatbots zu unterhalten. Also, wenn jemand mit mir sprechen möchte, dann tut er das nicht so wie hier Nuria Chavero. Weiß der Teufel, wer das ist. Hallo, mit einem Händchen dahinter. Kann man einen Zufallsgenerator programmieren, wie dieses Hallo auszusehen hat, ja. Na gut. Hier oben gibt's auch eine Kennung. Nucha. Ja. Das soll sie hier angeblich sein. Keine Telefonnummer mal wieder dabei. Es scheint auch gar keine gemeinsamen Gruppen zu geben. Die würden wahrscheinlich auch noch angezeigt werden. Ich gehe also jetzt einfach mal hier unter Block. Report Spam, Delete this Chat, Bam. Ja, also, dass wir irgendwelche Gemeinsamkeiten haben, äußerst unwahrscheinlich. Next one. Caroline T. Last seen, 30 Minuten zurück. Hallo. Caroline T. hat natürlich auch
eine Hidden Mobile. Und hier ist sogar noch nicht mal der Alias sichtbar. Das heißt, diese Nachricht kommt total aus dem Nichts. Keine Gruppen, keine Telefonnummer, kein Alias, gar nichts. Block, User, Report Spam, Delete this Chat und weg. Tja, und so geht das jetzt hier weiter bei mir. Schon ein bisschen was gelernt? Ja? Charity, hallo. Charity, hat Charity ein Foto? Ja, Charity hat ein Foto. Sieht natürlich genauso gut aus wie alle anderen Fotos. Mobile hidden, keine Telefonnummer, keine gemeinsamen Gruppen, kein Alias, nischt. Ne? Block User, Report Spam, Delete this, Chat, Bam, weg. Next one, Lotta Schulz. Wer ist Lotta Schulz? Moin. Ja, moin kann man natürlich auch sagen statt Hallo. Ändert aber nichts an der Sache. Lotta Schulz hat hier einen Alias. Ich kenne aber keine Lotta Schulz. Keine gemeinsamen Gruppen, keine Telefonnummer. Und dann sage ich mal Tschüss, Lotta Schulz. Blim, weg. Ja, also ihr seht schon oder Sie sehen schon, es ist schwierig mit mir zu kommunizieren. Ne? Ein Hallo reicht nicht, schon gar nicht, wenn man ansonsten sich auch komplett versteckt. Ne? Hier ist sogar ein kleines Video hinterlegt, kann man natürlich auch irgendwo klauen. Tja, keine Mobile, keine gemeinsamen Gruppen, kein Nischt. Hier oben am besten Block User, Report Spam, Delete this Chat, Block und weg. So, was gibt's denn hier jetzt noch so? Juli Wagner. Hallo Freund, wie geht es dir? Also sprecht mich auch nicht mit meinem Namen an, weder mit meinem Nachnamen noch mit meinem Vornamen und grüßt mich aus Victoria, Australien und dich. Und dann kommt da nochmal ein Hello, ja, Juli Wagner. Tatsächlich kein Alias, keine Telefonnummer, tja, irgend so ein Foto, wahrscheinlich geklaut irgendwo aus Facebook von irgendjemandem. Könnte man auch eine Rückwärtssuche machen, nochmal über Google, dann findet man manchmal auch heraus, wer diese Personen tatsächlich sind. Also, wie kriege ich das weg hier? Gibt es hier irgendwo einen Blog-User? Wieso gibt es denn hier kein Blog? Was ist denn das hier? Blog-User. Do you want to block Julie from messaging and calling you on Telegram? Ja, bam. Julie is now blocked. So, jetzt gehe ich mal drauf auf ihren Namen hier nochmal und hau den ganzen Chat weg. Delete Chat. Also delete for Julie. Die kann ja quatschen, mit wem sie will, aber nicht so mit mir. Laila Tamila. Das soll wohl lustig sein hier. Irgendwie so ein Kätzchen mit einer gefangenen Maus. Und Laila Tamila hat auch eine Hidden Mobile. Keine gemeinsamen Gruppen, keine Telefonnummer. Block User, Report Spam, Delete this Chat und bam, weg ist er. Next one. Schwarz. Wer ist denn Schwarz? Bla 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 bla. Guten Morgen, Rüdiger. Es tut mir leid, dass ich Sie warten ließ. Wieso warten ließ? Ich reiste in nahegelegene Städte, um den Bedürftigen meine Freundlichkeit zu erweisen. Braucht man doch bloß um die Ecke zu gehen und alten Flaschensammlern mal einen Euro zukommen zu lassen. Wir nehmen an diesen Finanzdienstleistungen teil, um es uns zu ermöglichen, viele Privilegien zu erreichen, ohne dafür Geld auszugeben. Hallo Schatz. Na super, die Ansprache wird ja immer besser. Okay, ich hoffe, Sie haben sich über meine Massagen nicht aufgeregt. Ich denke, es wäre hilfreich. Guten Morgen. Was ist das für ein Wahnsinn hier? Für eine Kacke. Da oben ist sogar eine Telefonnummer. Also die könnte man jetzt tatsächlich anrufen. Ne? Was ich jetzt hier mache, ist erstmal Block User. Und als nächstes Delete Chat, also Delete for Schwarz. Ja, das sind unerbetene Angebote, die kein Schwein braucht. Nee, ehrlich nicht. So, nächste. Katrin, wer ist denn hier Katrin? Grüße. Ja,
Also immer die gleiche Kategorie, ne? Irgendwelche attraktiven Damen, die hat sogar ein Alias, könnte ich irgendwie zurückschreiben. Hallo Katrin, hast du ein Krypto für mich oder so? Mache ich aber nicht. Die kommt auch zu den Blockierten. Ja, und dann klicke ich nochmal mit der rechten Maustaste auf diesen geöffneten Chat, Delete Chat, also Delete vor Katrin und Delete und weg ist er. So, Stefanie Hagendorf. Ah, schon wieder die hunderttausendste Tante hier, die irgendwas will. Na, also, eine weitere attraktive Dame, die keine Mobile hat und auch kein Ad, wo man denn irgendwie wüsste, an wen man überhaupt schreiben soll, falls man den Chat nicht schon bereits geöffnet hätte. Block User, yes, und weg ist sie. Und jetzt nochmal mit der rechten Maustaste drauf. Dann geht so ein Menü auf. Delete Chat. Also Delete for Stephanie. Und bam, weg ist sie. Ich mache jetzt einfach so weiter, ja. Da kommen bestimmt noch 20. Madalena, sollte es Magdalena werden oder was? Hello, keine Ahnung. Madalena hat auch keine Mobile und auch kein Alias und keine gemeinsamen Gruppen und nischt. Und es ist einfach so überflüssig, solche Kontaktaufnahmen. Ja. So, Madalena, rechte Maustaste drauf auf diesen Chat. Delete Chat, also Delete for Madalena, weg ist es. Nächste, Karina. Hallo. Ja, wie schon gesagt, das ist ja ziemlich langweilig, ne? Hier gibt es tatsächlich ein Alias. Bei der Bio ist ein Heiligenschein. One group in common. Das ist ja erstaunlich. Ja, die Basis diskutiert, öffentliche Gruppe. Sowas gibt's da. Ich weiß jetzt gar nicht, wer Karina ist. Ich lasse die mal stehen hier. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass das jetzt hier mal eine korrekte Aufnahme eines Chats ist. Ja. So, aber so muss das dann auch aussehen, dass ein jemand hier anspricht. Ja, wie gesagt, also hier ist ein Alias. Zwar keine Telefonnummer, aber schon mal eine Gruppe, die man zusammen hat. Und das könnte jetzt also tatsächlich eine Person sein, die ich kenne. Deswegen lösche ich das jetzt nicht einfach weg. Nächste. Steffi Behn. Wer mag das sein? Steffi Behn. Da kann man ja sich auch das Foto angucken. Ich weiß nicht, ob ich die kenne. Es gibt ein Alias, ein Username, ne? Es gibt aber keine Telefonnummer. Es gibt auch keine gemeinsamen Gruppen. Dann fliegt die hier auch gleich mal raus und Delete Chat, also Delete for Steffi. Sie sehen schon, oder du siehst schon, ich gebe den Leuten keine zweite Chance, ne? Weil das ist eine Form von Kontaktaufnahme, die ich einfach hasse. Hallo, Ellie McLean, keine Ahnung, wer das hier sein soll. So, also, Ellie McLean. Keine gemeinsame Gruppe, keine Telefonnummer, alias ist okay. Hast du mal ein Krypto? Hau ich jetzt auch weg. Block, User, Bam und Delete Chat. Also Delete for Ellie und weg. Deleted Account. Manche Dinge haben sich einfach schon von vornherein von selbst erledigt. Ne? Deleted Account ist halt schon weg. Da brauche ich dann tatsächlich einfach nur Delete Chat machen und das Ding fliegt raus. So. Marilyn Schneider. Hallo. Marilyn Schneider, Hidden Mobile, kein Alias, keine gemeinsamen Gruppen. Also auch nur so ein Nerv-Chat hier, der hier gerade aufgeht. Oh, jetzt habe ich was vergessen, nämlich hier unten einfach mal auf Block User zu klicken. So, weg ist er. Ist now blocked. Und dann den Chat nochmal wieder weg. Also man sieht schon, man kann die Dinger auf mehrere Arten und Weisen löschen, aber kommen ja noch ein paar. Einfach zu gucken und sehen, wie ich das so mache.
Ja, hier kommt was auf Spanisch. Nee. Kann man sich ja übersetzen, wenn man möchte. Ich möchte das nicht. Annie hat einen Alias, aber keine Mobile-Nummer, keine gemeinsame Gruppe. Also, ja, was soll ich damit? Annie, das war's. Ich guck mal nochmal hier oben, ob dieser Block, da steht ja gar nicht drin. Da steht kein Block-User drin. Okay, dann klicke ich hier nochmal. Nimm den. So, der ist jetzt weg. Und hier unten, Delete Chat, also Delete for Annie und weg ist die Annie. So, was ist das hier? Ah, das ist ein richtiger Chat. Da haben wir schon mal was hin und her geschickt. Danny Velarde, wer ist das? Hallo Rüdiger, wie geht es dir? Kenne ich den? Last Seen, 24.11.23. Keine Mobile, keine gemeinsamen Gruppen, ein unbekannter Name, ohne Foto. Ja, Block-User, Block, 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 Block. Weg ist er. Rechte Maustaste drauf auf den Chat und Delete Chat und also Delete for Danny Velarde und weg ist er. Adolfine Scheider. Adolf, schlechter Name schon mal als Vorname, nicht wahr? Hat man ja auch vermieden, nach dem Zweiten Weltkrieg Leute so zu nennen. Bärtchen hat sie nicht. Na. Gut, diese junge Dame hat ein Adolfine Krypto Invest. Da weiß man doch schon gleich, die kommt von der Kryptofront. Ja, die will mir was verkaufen. Blocken, na klar, was soll ich denn mit ihren Kryptos? Alles Quatsch hier. So, also, Delete Chat und also Delete for Adolfine Scheider. Böff, weg ist sie. Eva Neumann. Hallo, mal mit der Hand andersrum. Eva Neumann. Ein Alias ist da, keine Mobile. Naja. Da ist ein Foto. Kenne ich auch nicht. Also, Block-User, yes. Und, bam. Und Delete Chat. Und so. Also, mein Telegram-Programm wird jetzt übersichtlicher und übersichtlicher. Je weniger von diesen Kryptohändlern und weiß der Teufel, was die alles noch wollen hier sind, desto besser. Queen Clara. Wer nennt sich denn Queen? Tja, Mädels, die sich überschminken wahrscheinlich. Hidden Mobile. Block User. Block. Die Queen ist geblockt. Queen brauche ich nicht. In meinem Leben gibt es keine Könige und Königin. Delete Chat. Weg ist es. Und die Queen ist weg. So, wen gibt es denn sonst noch hier so? Lorena. Lorena. Hallo. Da ist die Lorena. Ja, aber jetzt wollen wir mal gucken, was da steht natürlich auch wieder. Coin steht hier bei Bio. Ja, die will auch Kryptos verkaufen. Keine Mobile-Nummer, kein Alias und deswegen Böhm, Block. Schon ist sie geblockt. Und Delete Chat. Also Delete for Lorena und weg ist es. Tja, das ist ja auch lustig, ne? Also hier habe ich mal mit dem Chatbot gequatscht, ne? Heike Fassbinder. Da trifft wahrscheinlich das gleiche zu hier. Ja, also da gibt es jetzt auch ein Foto von der Heike Fassbinder. Ja, ist natürlich alles sehr ansprechend. Haustier mit drauf und Freundlichkeiten, ne? Und an der Küste und so. Da, das finde ich ja alles irgendwie nett, ne? Aber es gibt ja auch keine Mobile, keine gemeinsamen Gruppen. Ich habe trotzdem mal mit ihr gequatscht, wie man mit einem Computerprogramm quatscht. Eben, man macht eben Quatsch. Hallo, guten Morgen, wie geht es dir? Ne? Hätte eine gepflegte Unterhaltung werden können, aber ich mache jetzt einfach nur Quatsch. Bestens, schreibe ich. Wie läuft dein Tag? Bestens, schreibe ich nochmal. Ne? Kriege ich einen Daumen drauf oder so, das weiß ich. Ich bin Heike, ich komme aus Bochum, Deutschland, lebe aber in den USA und bin doch aufgewachsen. Aha. Also eigentlich müsste sie jetzt schon merken, dass ich nicht besonders gesprächig bin. Aber es geht hier einfach weiter. Was ist mit dir? Wie kommst du dazu, mir zu schreiben, frage ich.
Woher kennst du mich? Welche Gruppen haben wir gemeinsam? Ich habe dich in einer Gruppe kennengelernt, die mir ein Freund empfohlen hat. Welche Gruppe? Ich bin neu hier. Aha, aber ich bin der Gruppe nicht beigetreten. Ja, warum nicht? Weil ich das für tabu halte. Hä? Was ist das? Was ist das? Deshalb habe ich beschlossen, dir eine Nachricht zu... Sie hat beschlossen, mir eine Nachricht, um zu sehen, ob dir dein Profilbild... Habe ich überhaupt eins? Also, sie meinte wohl, ob... Naja, gut. Also, kann ja sein, dass sie nicht richtig Deutsch kann. Tut mir leid, wenn ich mich irre, wenn ich sie zuerst schreibe. Ich bin hier, um neue Leute kennenzulernen und mehr zu entdecken und auch um meine Deutschkenntnisse zu verbessern. Das scheint mir eine computergenerierte Antwort zu sein. Welche Gruppe? Warum tabu? Leute, die auf Telegram unterwegs sind, sehen sich alle Gruppen an. Deutsch zu lernen ist eine sehr gute Idee. Sie dürfen komplizierteres auch gerne Englisch schreiben. Dann lerne ich auch etwas und kann mein Englisch vertiefen. Aber das, was ich hier so wirklich schreibe, was wirklich einen richtigen Chat einfach mal ausmacht, interessiert sie überhaupt nicht. Nicht das. So habe ich mich gefühlt und bin meinem Verstand gefolgt. Das ist eine gute Idee. Also, wo kommst du her? Wie alt bist du? Oh Gott, da schreibe ich jetzt einfach. Das ist egal. Ich möchte mich gerne über unsere Länder unterhalten. Mich interessiert zum Beispiel die Frage, warum die Amerikaner immer noch in Deutschland stationiert sind. Weißt du das? Warum müssen wir Deutschen dafür aufkommen? Warum haben die USA die nagelneue Gasleitung nach Russland gesprengt? Warum wird kein Gas geliefert, obwohl eine Röhre intakt ist? Warum benehmen sich unsere Politiker wie Marionetten einer Fremdherrschaft, obwohl uns lange erzählt wurde, wir wären ein souveränes Land? Warum werden wir in Bruderkriege hineingetrieben, die uns nichts angehen? Kennst du die Agenda 2030? Was glaubst du, was die privaten Betreiber dieses Plans mit uns jetzt machen, wenn sie ihre Digitalwährung eingeführt haben, mit der sie alles und jeden kontrollieren können? Solche Themen beschäftigen mich. Ich interessiere mich nicht für Politik. Okay, daran habe ich kein Interesse. Haben Sie schon einmal was von Seeless Capital gehört? Nö, schreibe ich. Hallo, wie geht es dir? Tut mir leid, dass du so spät antwortest. Ich war mit der Arbeit beschäftigt, hoffe aber, dass es dir gut geht. Es ist eine Investmentgesellschaft, mit der ich seit Jahren täglich verdiene. Wenn Sie daran interessiert sind, mehr darüber zu erfahren, sende ich Ihnen den Link des Unternehmens. So, und jetzt langweile ich mich hier wirklich zu Tode in dieser Unterhaltung. Und deswegen fliegt sie jetzt hier einfach mal auch raus, ne? Also scheint nur so ein halber Bot zu sein. Ne? So. Is now blocked. Bang. Das heißt, es sitzt da noch irgendwie eine Person, die Geld verdienen will. Aber unseriös, würde ich mal behaupten. Delete Chat. Bang. Weg. Also delete for Heike Fassbinder. Jetzt gibt es hier eine Simone. Moin, moin. What a good life. Also solche Leute gibt es wenig auf Telegram, nicht? Die so fröhlich aussehen, so wie von der Werbung von Coca-Cola oder so. Natürlich keine gemeinsamen Gruppen, keine Telefonnummer. Eigentlich habe ich für heute schon gar keine Lust mehr weiter aufzuräumen, ne? Aber irgendwann muss man das ja mal machen. Sonst verstopft man ja hier seinen ganzen Bildschirm mit Blödsinn, ne? Mal gucken, was habe ich denn hier sonst noch? Hier gibt es ausnahmsweise mal ein Chris Malaki oder was weiß ich. Seltsam geschrieben, komisch. Ja, ob der so heißt? Keine Ahnung. Telefonnummer hat er nicht. Mobile is hidden. Oh Mann, so langweilig. Mal gucken, kann ich den hier oben blocken? Nee, ich gehe nochmal hier rauf. Block-User, Block und jetzt ist der Chris weg. Ach, tut mir das leid. Rechte Maustaste drauf, Delete Chat, also Delete for Chris, bam, weg. So, ja, was ist das hier? Ich empfehle Ihnen, Ihr Falschgeld hier zu kaufen. Ich brauche kein Falschgeld. Der verdient eigentlich eine Anzeige. Da müsste man, wenn man jetzt hier drauf geht, so bei Block-User, gibt es den? Nee. Also, ich will den eigentlich anzeigen, ne?
Block. Der ist jetzt weg. Und den lösche ich jetzt mal weg. Also delete for max einer. Bam. Weg ist er. So. Block User, bam. Es sind einfach unendlich langweilige Unterhaltungen. Tja, also das sind keine intelligenten Außerirdischen. Nein, das sind dumme Computerprogramme. Wir erheben uns, indem wir andere anheben. Das klingt ja schon mal lustig. Deutschland, Schweiz, USA. MAFSKAYA at Contacts. Das hat die geschrieben. Wahrscheinlich auch nur Hallo. Block User. Bam, ist er weg. Und ja, also mit Hallo ist nichts anzufangen hier heutzutage. Ne? Ein bisschen Intelligenz darf man doch mal erwarten. Na, Jeli Sipes. Also die haben auch alle Namen, die kann man nicht aussprechen. Und die Kreativität besteht halt da drin, das Hallo irgendwie immer anders zu schreiben. Überraschend, hier wird mein Name genannt. Das ist ja schon mal was. Da scheint irgendwo ein Datensatz von mir zu existieren, wo neben meiner Telegram-Adresse mein Vorname steht. Block User Block. Bam. Und Delete Chat. Bam. Weg ist es. Amalia Carmelita, grüße dich. Tja, es gibt hier zwei Posts. Ach, das sind diese bilden schicken Bilder von der. Aber auch keine gemeinsamen Gruppen. Kein Alias, keine Mobile, nüscht. Und das heißt natürlich, tja. Martin. Grüße, wie geht es dir, Rüdiger? Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Ich kenne keinen Martin, ja? Nochmal gucken hier, was da oben drin steht. Das ist das Übliche. One Group in Common. Der hat auch einfach nur aus einer von meinen Gruppen rausgefischt, dass ich existiere. So. Es tut mir leid, dass ich Ihnen privat schreibe. Ich bin Martin. Können wir uns freundlich unterhalten, wenn es Ihnen nichts ausmacht? Ich meine, es ist nicht böse und ein Herz dahinter. Ich schreibe böse. Ich kann kein Anliegen in der Kontaktaufnahme erkennen. Krypto? Nein, danke. Hat er scheinbar gelesen, da sind so zwei Häkchen dahinter. Tja, also, Blog-User. Ich glaube, den Spam muss man schneller reporten, ne? Damit das irgendwie eine Wirkung hat oder so. Habe ich jetzt hier länger nicht gesehen, Report Spam, aber das ist natürlich alles Spam. Na, keine Nummer hier wieder dabei. Tja, schreibt sie mir aus China, keine Ahnung. Credenza ist sicherlich kein chinesischer Name. Block User. Und hier steht ja Mika. Vielleicht heißt sie so. Mika ist jetzt auch die Litet.
Wer ist das denn hier? Svetlana Fleischer. 27 Jahre alt. Send Message. Block User. Zack. Und Delete Chat. So, also wer bis hierhin gekommen ist, hatte wahrscheinlich jetzt auch festgestellt, das sind hauptsächlich Frauen, die mich jetzt hier anschreiben. Deleted Account. Ja, das ist jetzt tatsächlich wahrscheinlich ein ehemals existierender, mit dem ich Nachrichten ausgetauscht habe. Kommt hier noch was ich löschen möchte? Ich glaube, ich haue als letztes mal diesen Account weg hier. Ich habe jetzt keine Lust mehr weiter zu löschen. Das hat ja schon ziemlich viel Zeit gekostet, ne? Tja, aber so hin und wieder muss man das mal machen. Ich würde einfach mal sagen, so einmal im Monat macht das schon Sinn, einfach mal durchzugehen, zu gucken, wer hat einem denn da alles geschrieben, auf wen möchte man dann überhaupt nicht antworten. Aber es geht natürlich auch anders. Man kann die Dinge auch sofort löschen und dann ist man die gleich los, ne? Fort löschen und dann ist man gleich los, ne?